Hi, herzlich willkommen. Ich bin der Christoph und heute stelle ich mal ganz kurz zum Release der Apple-Version 1.10 drei neue Features bzw. kleine Verbesserungen vor. Nur ganz kurz. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked es doch. Wenn ihr noch kein Abo habt, könnt ihr ein Abo hinterlassen und das Glöckchen gibt es auch noch, damit ihr zum nächsten Video erinnert werdet. So, und dann legen wir auch schon gleich los. Das erste, was sich hier ein bisschen verbessert hat, also wir haben ein bisschen hier die Tabellen verschlankt. Das heißt, wir haben einfach die Buttons, die hier vorne sehr viel Platz weggenommen haben, entfernt. Und die erscheinen jetzt, wenn man hier so darüber ruft und dann kann man halt hier jetzt auf den Bearbeitungsmodus oder halt auf den Ansichtmodus gehen. Beziehungsweise die weiteren Optionen, die gibt es dann halt hier über die drei Punkte. Das heißt, wenn hier auf der Tabelle keine anklickbare Fläche mehr ist, das heißt, weil alles bearbeitbar ist, dann einfach dorthin rufen auf die Zeile, die man will und einfach hier oben zum Beispiel auf den Stift und los geht's. Wenn man jetzt das mit dem Touchpad bedient, dann kann man hier im Prinzip das Häkchen setzen, dann bleibt das hier stehen und dann kann man mit dem Touchpad das auch bedienen. Dann kommen wir auch schon gleich zum nächsten Feature. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, die Datensätze oder eigentlich alle Datensätze in irgendeiner Tabelle in einem neuen Tab zu öffnen, indem man die entsprechende Zeile einfach hier oben reinzieht und dann hat man den entsprechenden Datensatz in einem neuen Fenster geöffnet. Das heißt, man kann sich jetzt sozusagen mehrere Datensätze in Fenstern ganz einfach öffnen, ohne dass man jetzt irgendwie mit Rechtsklick oder anderen Möglichkeiten, was auf dem Touchpad auf jeden Fall schöner ist. Die nächste Neuerung betrifft das Favoritenmenü. Und zwar alle, die FOB-basierte Produkte schon mal benutzt haben, also das heißt, egal ob jetzt die Apple, Poso Pico, FOB-ERP und was es da sonst noch gibt, alles, kennen ja schon die Funktion, dass man hier aus diesem sehr überladenen großen Menü bestimmte Sachen oder bestimmte Punkte sich einfach ans Menü anheften kann. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Früher hat man hier einfach auf das Sternchen geklickt und dann war das schon angeheftet. Jetzt kann man hier noch so ein bisschen was bearbeiten. Lassen wir jetzt einfach erstmal nur speichern. Schließen das. Beziehungsweise wir machen jetzt mal, gut, wir haben jetzt nur zwei Kunden, dann gehen wir mal in Rechnungen. Ja, und jetzt sehen wir, wir haben Rechnungen aus 2023 und 2022. Das heißt, wir pinnen uns die jetzt einfach mal hier an. So, dann setzen wir mal einen Filter fürs Jahr und sagen, dann gibt es für das Jahr 2023, pinnen uns das an, nennen das 2023, speichern und ändern den Filter nochmal in Jahr 2022 und pinnen uns das an und schreiben hier 2022. Quatsch, 22, speichern. Okay, so, jetzt haben wir das erstmal hier so nackig reingeschmissen und jetzt brauchen wir das natürlich noch ein bisschen schicker. So, da gibt es jetzt einen neuen Menüpunkt in der Administration, der nennt sich einfach Favoriten. Jetzt sehen wir hier die und das, was früher nicht ging, ist zum Beispiel, dass man die Menüpunkte hier einfach erstmal verschieben kann. Das heißt, man schiebt die einfach hier in die Reihenfolge, wie man sie haben will. Man kann die auch jetzt einzeln entfernen. Das ging früher auch nicht. Da musste man immer alle entfernen, um jetzt die Reihenfolge zu ändern. Jetzt kann man das hier einfach verschieben. So, und jetzt wäre es natürlich schick, wenn wir diese in einer untergeordneten Ebene, also so ähnlich wie hier, hätten. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal nochmal reingehen und sagen, das ist zum Beispiel zuklappbar. Na, dann sehen wir, dass hier
im Prinzip schon ein Klappmenü sich sozusagen entstanden ist. Und jetzt bearbeiten wir natürlich die anderen und sagen, das ist jetzt Stufe 1. Ja, dann ist das jetzt hereingerutscht. Der rutscht natürlich das immer unterhalb dem, was als nächstes im Hauptmenü ist. So, das heißt, Stufe 1, das heißt, die Reihenfolge muss schon stimmen. So, und jetzt haben wir das so, dass wir sagen, okay, wir klicken jetzt hier auf die Rechnungen, haben alle Rechnungen. Jetzt haben wir nur die Rechnungen aus 2023 und nur die Rechnungen aus, ja, 2022. So, das können wir natürlich nochmal zeigen, dass das auch noch änderbar ist. Jetzt verschieben wir das mal nach oben. Also, da müssen wir wahrscheinlich mal neu laden. Ja, so, und jetzt hat sich sozusagen die Reihenfolge geändert. Und genauso kann man jetzt einzelne Punkte dazwischen einfach entfernen. So, da war er raus. Oder wir wollen jetzt die 2022er wieder hinzufügen. So, das würde der jetzt hier unten machen. Das ist natürlich jetzt Quatsch. Ich habe es nicht bezeichnet. Kann man jetzt sozusagen hier in Favoriten 2022 speichern. Und dann schieben wir uns das in die Reihenfolge, beziehungsweise sagen dem, dass der in der Ebene 1 sein soll. So, und da ist er schon wieder drin. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like, Abo und das Glöckchen nicht vergessen. Bis dann, euer Christoph.